hat aber nichts mit dem Video zu tun. Denn heute essen wir grünes Essen gegen lilanes Essen. Genau, heute werden wir viele verschiedene lilane als auch grüne Essen ausprobieren. Ich werde heute nur grünes Essen essen. Und ich werde kein grünes Essen essen. So ähnlich, genau. Auf jeden Fall würde ich einfach mal sagen, wir gehen in die erste Runde. Wow! Erste Runde. Und ich fühle schon, es ist lila. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme was Grünes. Deswegen 3, 2, 1, go! Oh! Ja, okay. Ich habe einen grünen Apfel. Ganz entspannt. Ich habe, für die Leute, die das nicht kennen, das hier ist eine Drachenfrucht. Oh. Aber, oh ja, stimmt. Sie sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht lila aus. Aber der Inhalt ist meistens lila, glaube ich. Hast du ein Messer? Nein, ich kann es aber zerhacken. Ha! Die ist weiß drinne. Ich dachte, die ist lila. Aber siehst du, ich habe doch gesagt, da ist nur weißes Zeug. Aber es gibt auch lilane. Boah. Ganz sicher. Die sieht voll gut aus, ne? Sieht richtig gut aus. Guck mal, die ist so lila und so weiß. Das ist einfach wie aus einem Film, Mann. Boah, riech mal da dran. Die riecht einfach nach nichts. Aber ich darf das heute nicht essen, weil es ist nämlich nicht grün. Ey, ihr müsst euch das mal von innen angucken. Sieht mega crazy aus. Ich wäre ja auch gerne vorgekommen, aber mein Bein ist leider kaputt. Ich würde mir gerne ein Stück rausschneiden. Passt auf, Leute. Hi-ya! Dann kannst du dir jetzt so auslutschen. Na, was schmeckt das? Ich habe das noch nie gegessen. Schmeckt nach nichts. Hä? Wirklich. Du hast da was am Mund. Andere Seite, in der Mitte. Noch ein bisschen mehr nach rechts. Genau da. Ach da. Genau. Okay, damit habe ich also den Apfel bekommen und Lars die Drachenfrucht. Wobei die von innen eigentlich weiß ist. Aber wir zählen es mal als lila. Deswegen gehen wir einfach mal in die nächste Runde. Let's go! Okay! Hey. Perfekt an. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Oh! Pam, pam, pam! Ich an mit meinem grünen Essen. Oh Mann, okay. Oh Gott. Oha, geil. Also das sind sozusagen so wie Maispops, die sozusagen aufgepoppt sind und dann mit Wasabi, dementsprechend mit Wasabi-Pulver grün gemacht wurden. Gewürzt. Aber irgendwie sehen die... Ha. Oh, ich würde auch gerne mal riechen. Nein. Und, was sagen Sie? Wow. Boah, die sind richtig lecker. Die schmelzen sogar im Mund. Abgefahren. Also ich muss sagen, die hier schmecken mir richtig gut. Die sind ein bisschen scharf, würde ich sagen. Aber ich finde, das ist als grünes Essen, finde ich das richtig nice. Ich bin froh, dass ich grün habe. Okay, dann mach du doch mal. Was habe ich hier drunter? 3, 2... Wow, was? Das sind die gleichen, Mann. Das ist Bohnengeschmack? Ah, nee, das sind Sauerkirschen. Oh mein Gott, was? Aber in passender Farbe. Kennt ihr den Trick? Oh. Hey, oh Mann. Du darfst nicht riechen. Wie schmeckt das? Die sind süß. Echt? Hä? Gell, die schmelzen so richtig im Mund, Mann. Hä? Oha, Alter, das sind einfach, die sind einfach süß. Deine sind süß, meine sind richtig salzig. Oha, die sind voll krass, die sind einfach süß. Krass, Mann, die schmecken mega heftig. Mm. Ganz anders, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, die schmecken mega krass. Deine ist richtig grün. Meiner ist richtig grün? Und deiner ist so ein bisschen gesprenkelt. Das ist die zweite Runde gewesen von Lila gegen Grün. So krass. Okay, Leute, wir gehen dann mal in die nächste Runde. Let's go. Sagt uns nicht, wie das hierher gekommen ist. Aber es sieht so aus, als ob wir da einen Trunk drunter hätten. Genau, ich glaube, da ist echt ein Drink drunter. Und daher, dass ich letztes Mal angefangen habe, kannst du jetzt diesmal anfangen. Dann fangen wir jetzt an mit der lilanen Kost. Oh! Das ist bestimmt Johannisbeersaft oder Brombeersaft. Aber ich kenne mich aus. Na, was riecht der? Boah, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr fruchtig. Aha. Darf ich ich nehme jetzt einen kleinen Schluck von meinem lilanen Getränk, weil wir spielen lila gegen grün. Wie kann man nur so viel auf einmal trinken? Was ist es für ein Saft? Ist es Johannisbeersaft? Ja, es ist auf jeden Fall ein Saft, aber ich weiß nicht was. Also es ist so ein Mischmasch, glaube ich. Das schmeckt ein bisschen nach Banane. Oh, vielleicht ist es Kirschbanane. Bisschen nach Himbeer, Himbeer nicht. Erdbeer? Ja, aber so, ja, sowas in die Richtung. Ja, genau, sowas. Eukalyptus. Elefant? Mhm. Ah. Wow, du hast ihn echt weggetrunken. Also wenn dein Getränk jetzt lila ist, Mann, dann wird... Warte mal, was habe ich da für ein Getränk? Ein grünes. Welcher grüne Saft schmeckt denn richtig gut? Nach Kohl. Oh nein. Oh. Oh! Oh nein! Oh. Ich sag mal so, sieht nicht unbedingt appetitlich aus, bisschen wie Abwaschwasser, aber ich glaube, das kann schon gut schmecken. Boah! Oh Gott! Oh. Also der ist auf jeden Fall nicht so fruchtig, das ist eher so Gemüsestückchen, die da drin sind. Echt? Ich glaube, das ist so Blumenkohl oder... Oh nein! Oh. Oh, meiner war richtig lecker und fruchtig. Oh!
Meiner ist richtig gemüselastig. Ich glaube, da ist Kohl drin, Brokkoli vielleicht. Auch Sauerkraut? Na, weiß ich nicht, aber es schmeckt nach allem, aber nicht nach Frucht. Du hast ein bisschen gespuckt. Jetzt musst du auch richtig furzen dann. Das waren die Drinks. Wir gehen in die nächste Runde. Tada! Darf ich machen? Aber du warst gerade eben. Ach so, stimmt. Tada! Los! Oh. Eine gute Avocado. Hast du ein cooles Rezept vielleicht für eine Avocado? Eine Avocado kann man sehr gut weiterverarbeiten in eine Guacamole. In Mexiko eine sehr angesehene und sehr gute Paste für Nachos und Doritos und Tacos. Man kann damit sogar Pommes machen, habe ich mal gesehen. Also auf jeden Fall, eine Avocado erkennt man immer daran, dass sie reif... Brauchst du ein Messer? Ja, danke. Eine Avocado erkennt man meistens immer daran, dass sie reif ist, wenn man sie eindrücken kann und sie dann dementsprechend ein bisschen nachgibt und dann so eine kleine Delle lässt. Das Coolste daran ist aber immer, dass in so einer Avocado der dicke Kern ist, ne? Aber du kannst es sogar anpflanzen. Wusstet ihr das, Leute? Dann könnt ihr den Kern einfach selber anpflanzen. Gibt's Rezepte im Internet. Holen Sie sich hier Tutorials aus dem Internet. Okay, mach ich jetzt mal auf. Mal gucken, wie groß der Kern Drehen. Ist. Oh, jawohl. Ist aufgegangen. Tada! Oh, wow, der ist sogar richtig groß. Ja. Und da gibt's sogar den Trick, wenn du so einmal so rein... Tack. Warte, genau. Ich mach den Trick. Oh! Oh ja. Eieieiei. Das ist so ein Riesenkernei. Ein was? Ein Riesenkernei? Ein Riesenkernei. Hier, wenn du willst, kannst du ihn halten. Okay, mit einem Löffel kann ich jetzt hier aber in die Die ist ganz schön fest, ne? Ja, die ist noch ein bisschen fest. Also, da muss man ein bisschen... Die ist noch sehr jung. Da versuche ich die mal so ein bisschen auszuschaben. Ist noch ein bisschen zu jung, ja? Und dann hat man hier... Eine kleine Pommes. Eine kleine Pommes gemacht. So, die probier ich. Rein, los. Avocado schmeckt eigentlich auch nicht nach so viel, aber das schmeckt so reichhaltig. Ich mag Avocado. Mögt ihr Avocado? Lasst es mit einem Emoji in den Kommentaren. Also, ich bin dran, Leute. Wir haben hier unter meiner Glocke... Was? Niemals. Was das ist. Ey, was? Was ist das? Das ist eine Kartoffel. Das ist eine Kartoffel? Das ist eine Kartoffel. Oh mein Gott, was? Okay, ich schneide die mal in der Mitte durch. Irgendwie ist es komisch, weil es ist ja eigentlich eine ganz normale Kartoffel, aber ich mache mir jetzt mal so eine kleine hier ab. Okay, ich bin gespannt. Ist die gekocht? Oha. Wie schmeckt die? Süß. Ich glaube, das ist eine Süßkartoffel. Schmeckt wirklich richtig nach Kartoffel, aber lila. Zeig mal deine Zähne. Sind die jetzt hier? Oh mein Gott, die sind komplett lila. Nein. Doch, Mann. Oh, was? Mann, Spaß, die sind nicht lila. Wir gehen in die nächste Runde, Leute. Warum hast du mich verhebelt, Mann? Wer war dran? Wollen wir diese Runde einfach zusammen? Okay. Okay, dann 3, 2, 1. 9. Ja, ich hab 3. Du hast auch 9. Hä, meinst du es aber auch lila? Meinst du es? Nur lila und ein bisschen pink. Crazy, was? Ich habe ein lilanes grünes Ei. Das heißt, du darfst meins eigentlich nur auch... Nur zur Hälfte essen. Nur zur Hälfte darfst du meins essen. Und, du darfst gar nichts hiervon. Nee. Okay. Warte. Es wird Zeit für einen Eierkampf. Welches Ei ist das stärkere? Das heißt also, wir halten beide unser Ei so und dann kämpfen die Eier gegeneinander, indem wir sie aneinander stoßen. Was? Genau. Und das Ei, was zerbricht, ist das Verlierer-Ei, okay? Ich glaube, mein Ei ist schon Level 999. Ei. 2, 1. Los. Ah! Oha, meins ist noch ganz. Mist, meins hat verloren. Meins ist noch komplett ganz. Eieieiei. Dabei habe ich eigentlich gedacht, dass meins Level 999 meins ist. Meins war Level 1, aber da sieht man, Leute, es ist nicht immer alles Stärke, was glänzt. Ich glaube, wenn man Eier so schwierig pellen kann, bedeutet das, dass die extrem frisch sind. Wenn Eier aber ganz leicht gepellt werden können, dann bedeutet das, dass das recht alte Eier sind, weil die schon mehr Luft dazwischen haben. Deswegen ist es bei dir so, ne? Weil du auch ein altes Ei bist. Du bist ein altes Ei, Alter. Du bist ein altes Ei. Grün hat gewonnen. Glückwunsch, Roman. Du hast es geschafft, ein Ei zu pellen. Und da auf eine Runde Mayonnaise. Alter, wo hast du die her? Ich bin auch. Mayonnaise ist immer da. Guck mal, mein Ei hat einfach so eine Frisur. Ich hab Senf. Boah, nice. Ein Kerkhaufen. Und Salz. Guck hier, Roman, so musst du machen. Ich hab's aber Ellenbogen. Lars braucht so lange, um ein Ei zu essen. Wenn ihr denkt, dass ihr ein Ei schneller essen könnt als Lars, dann gebt doch ein Like nach oben auf dieses Video. Genau, Leute. Lasst einfach ein Like da. Alter. Was? Das waren die Eier. Ich hatte jetzt ein grünes Ei oder ein grün-lilanes. Lars hat ein ganz grünes. Wir gehen in die nächste Runde. Yeah, weiter geht's. Wir machen Schere, Stein, Papier, ohne aber zu wackeln, okay. Sondern auf Null. Und ohne hinzugucken. 3, 2, 1, 0. Aua!
Okay, du hast gewonnen. Junge, ich hab sofort den Stein gemacht und du hast nur so gemacht. Und dann aber gewonnen. Aua. 3, 2, 1, los geht's. Oh mein Gott. Was ist das? Ist der... Oh, der riecht irgendwie nach... Ups, ist das lilaner Blumenkohl? Aber ist der von Natur aus so? Ich glaube, der ist vielleicht sogar gefärbt. Oder gefährlich. Okay. Oh nein. Ich weiß, was bei mir drunter ist. Boah, ist der kalt. Boah, davon muss man richtig pupsen, Leute. Oh nein. Und Lars übernachtet heute bei mir. Ah! Es schmeckt alles mit ein bisschen Würze besser. Ein Genießer. Wow. Ich weiß ganz genau, was bei mir drunter ist. Wenn er Blumenkohl hat, der lila ist, dann hab ich Brokkoli. Ey, der ist nicht mal gekocht. Oh Mann, warum krieg ich ungekochten Brokkoli? Der ist gesund, glaub mir. Weißt du, wie lang das dauert, Brokkoli zu essen, und zwar roh? Der schmeckt so nach grünem Essen. Nach Wiese. Ich fühle mich wie eine Kuh auf der Weide. Aber eine Kuh auf der Weide hat kein Salz, um das Brokkoli zu würzen. Leute, ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, was ihr eher essen würdet. Ungekochten grünen Brokkoli oder lilanen Rosenkohl? Okay, dieses Ding hier geht nicht ganz zu, das heißt wir... Stopp! Immer das Salz dabei. Also ich glaube, wir wissen beide, was da drunter ist, deswegen lass einfach zusammen aufmachen. In 3, 2, 1... Oh ja, Mann! Ja, yeah, aber... Oh, oh! Sour Cream and Onion! Texas! Texas Style! Oh, aua! Sag mir, wie das geht. Kein Mensch tut... Okay. Achtung! Oh. Okay, okay, also die habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Du hast noch nie Texas-Style gegessen? Yeehaw! Ich auch noch nicht. Okay, dann fange ich mal mit meinen an. Das hier sind meine absoluten Lieblings-Pringles, weil Sour Cream and Onion schmeckt so ein bisschen so wie so ein Käsefuß. Aber nur ein bisschen. Oh, yeah. Yeehaw! Yeehaw! Also, ich muss schon sagen, ich bin mit diesem... Ey, hä? Der Pringles-Mann sieht anders aus. Dieser Pringles-Mann trägt auf einmal so Kopfhörer, was mit dem los? Der arbeitet jetzt in einem Callcenter. In so Telefonsupport einfach. Ja, genau. Achtung, ich werfe mir jetzt rein. Oh, mh. Yeehaw! Yeehaw! Mal rein. Das ist ein richtig großer Junge. Wow, die Chips stecken in Roman seinem Hals fest. Machen wir die nächste Runde nicht einfach. Das nehme ich mal als ja. Okay, ich habe jetzt so viele Chips gegessen. Ich hoffe nur, dass wir was zu trinken bekommen haben. Bitte! Du bist dran. 3, 2, 1. Oh! Ein türkisches Getränk. Oh, yes! Das ist Uludag. Das ist der... Legendary Uludag Gazoz. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das heißt, aber die türkischen Zuschauer unter euch, die können uns gerne sagen, was Gazoz heißt. Und das hole ich mir immer neben meinem Ayran beim Dönermann um die Ecke. Oh. Mm. Oh, das riecht sogar bis hier. Oh, das hat so einen besonderen Geruch. Oh. Mm. Die Flüssigkeit selber da drin. Die ist, glaube ich, weiß. Die ist, glaube ich, weiß, ne? Ja, ja, die ist durchsichtig. Wow. Uludag. 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 Ich bin dran. 3, 2, 1. Ist das etwa ein Energy Drink? Nein, es ist ein Energy Drink. Energy Drink. Oh mein Gott, ich kenne den gar nicht. Ich auch nicht. Ich trinke ja normalerweise sowas nicht, Leute. Und das ist natürlich auch nur für große Kinder gedacht. Für große Monsterkinder. Also es riecht auf jeden Fall. Akai steht hier drauf, Leute. Das ist der Geschmack Akai. Was ist Akai? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die Purple Edition. Wie schmeckt es? Nice. Echt? Übel. Höher, höher. Was ist so witzig da dran? Hey, hast du gerade auf den Boden gespuckt? Nein. Also ich würde das hier am meisten als Sprite bezeichnen. Wie schmeckt das circa? Schmeckt eher wie Traubensaft. Ah, okay. Er ist ja auch lila. Er gibt schon Sinn. Grün versus lila. Es ist grün versus lila. Es ist... Ah, ich hab jetzt einfach alles gemacht. Was ist oh, lol. Das ist einfach eine lila, eine Jalapeno? Nimm mal, die Nase von Thaddäus. Hey, Leute. Na. Das ist eine lilane Jalapeno, oder? Nee, das ist, glaube ich, eine Aubergine. Oh, was? Hä? Oh mein Gott. Die lässt sich ja nicht mal durchbrechen. Ja, ich glaube, Auberginen... Ah, doch. Hey, die ist ja weiß von innen. Die riecht auch so nach Furz irgendwie. Echt? Lass mal riechen. Nein, so riecht eine Aubergine. Das riecht nach Pups. Kann man die einfach so essen? Ja, sicher. Wie schmeckt's, Mann? Knackig. Bisschen sauer? Scharf.
scharf. Siehst du, ich hab doch gesagt, das ist eine Aubergine gemischt mit der Jalapeno. Warte mal, wenn er eine lila eine Jalapeno hat, dann hab ich... Nein! Oh, Junge. Oh Mann. Aber das ist schon nice bisschen. Guck mal, wenn man die nur anguckt, diese Jalapeno, die brennt bisschen. Die brennt schon. Knackig. Mama mia. Oh mein Gott. Boah, die riecht auch schon sehr, aber eigentlich ganz nice. Riecht ein bisschen nach Paprika jetzt. Oh Gott. Willst du hiervon was? Hier kommt das Flugzeug. Mein Auge zuckt sogar. Also noch ein bisschen nehme ich nicht, Mann. Wir gehen in die nächste Runde. Okay, meine werten Damen und Herren, es geht in die nächste Runde. 5, 3, 4, 1, 2. Warte mal. Oh, was? Achso, jetzt hab ich schon aufgemacht. Oh, Alter! Nice, Mann. Ja! Knabber-Esspapier! Falls ihr Knabber-Esspapier nicht kennt, das ist einfach Papier, was man essen kann. Das ist sogar vegan. Oh, nice. Oh, ich lieb das. Ich hab das als Kind nie essen dürfen. Du hast als Kind immer nur richtiges Papier gegessen. Ja, hab ich halt wirklich. Ja, ich auch. Was hast du eigentlich für einen Geschmack? Ich hab Waldfrüchte. Und ich hab Apfel. Grüne Apfel steht bei mir drauf. So, Alter. Also irgendwie, das schmeckt so wie Schaumstoff, Mann. Es schmeckt so, als ob man damit so ein Haus dämmen kann. So, dass wenn dir kalt ist, dann kannst du das als Dämmstoff benutzen. Wie, was denkst du, wie lange ist sowas haltbar? Ich glaube für immer. Gell? Ja. Wer kam denn auch auf diese Idee? Das schmeckt auch komisch. Irgendwie so nicht gut. Gell? Ich finde auch, das schmeckt nicht so gut. Es schmeckt nicht mal süß. Wie viel Zucker ist da drin? Oha, was? Das hat auf 100 Gramm, hat das 2 Gramm Zucker nur? Gut. Das ist fast gar nichts. Da ist nur 2% Zucker drin und der Rest ist einfach Baum. Okay, Leute, ich glaube, es wird langsam Zeit für das nächste Essen. Das war Esspapier. Hey, das war in Ruhe! Jo, was geht ab? Okay, irgendwie es fliegt da jetzt, deswegen ja. Mach du als Erster. Da ist... Wow! Alter, warum hab ich denn 2 Sachen? Oh, hey, oha! Ich hab pinken oder lilanen Reis. Lilaner Reis? Leute, schaut euch das mal an. Wie krass sieht das denn aus? Ist eigentlich gerade ein bisschen umrühren, danke. Ich hab noch nie lilanen Reis gesehen. Ich hab das auch noch nicht gesehen, weil es das nämlich gar nicht gibt. Es riecht einfach nach Reis. Oha. Oha, wie schmeckt das? Ganz normal. Echt? Ja. Ja, und jetzt musst du dir aber hier noch ein paar lila Kidneybohnen drauf machen. Bäh! Oh, mach dir noch ein paar Bohnen rein. Oh, oh, oh! Oh. Jeder, der Chili con Carne mag, der mag auch Bohnen. Das hier ist ein Festmahl, wie es sich für einen lilanen Menschen gehört. Aber es sind eigentlich nur Reis mit Bohnen. Das ist wie Chili sin Carne. Schmeckt voll in Ordnung. Echt? Vollkommen. Währenddessen Lars da gerade mit seiner Chili Sin Carne beschäftigt ist, kommen wir mal zu der grünen Sache. Mal gucken. Hallo da. Oh, nein! Ich hab Wasabi-Nüsse. Ich mag zum Glück scharfe Sachen, ne? Deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich die bekommen habe. Oh, die sind wirklich richtig knallegrün. Ich weiß noch rein. Oha! Die sind doch schärfer, als ich gedacht habe, Mann. Okay, alles klar. Das heißt also, das sind die Wasabi-Nüsse. Und wir gehen jetzt erstmal in die nächste Runde. Oh! Ja! Oh! Ich habe einen lilanen Trunk. Was hast du? Ich hab einfach Zitronensaft. Auf Ex. Mann, das ist gar nicht grün, das ist gelb. Oha! Ja, so ein bisschen. Warte, ich mach den Lufttest. Mach den Trinktest. Hör! Hör doch auf! Boah, das schmeckt ganz interessant. Du siehst aus, als ob du so ein Vampir bist. Oh nein! So ein Ferkel. Und ich genieße bis dahin diesen bis zum Rand gefüllten Zitronensaft. Wo war ich gerade? Lars ist komplett lila geworden, wie ein richtiger Vampir. Ich bin auch bereit für das nächste Essen. Und das hier möchte ich gerne wegbringen. Hey! Ja! Oh, was? Meine ist mit Mandel und mit Meersalz? Meine ist mit Vollmilch, Brezel und Toffee. Mit Brezel? Oh, wow. Guck mal. Das ist die goldene Eintrittskarte. Ich habe die goldene Eintrittskarte. Oh, wow. Schon cool, dass das meine ist jetzt Silber einfach Gold ist. Gegen Silber. Ich krieg meine nicht ganz sauer. Ah, doch. Ich habe meine in der Mitte ein bisschen aufgerissen. Oha. Oha, wie sieht die aus? Boah, meine sieht auch so aus. Guck mal. Krass, deine ist aber ein bisschen dunkler. Wow. Aber am Ende des Tages sind die Schokoladen komplett gleich. Oh. Wow. Boah, schmeckt die krass. Mmh.
Hammer. Oha. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, lasst mir mal ein Like da. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war grün. Bin wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wieder. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar und schaut in der shop.arrow.de vorbei. Für Bücher, T-Shirts und so weiter. Haut rein, Leute. Tschüss.